13. April 2024 hatte der WSV Herne, genauer Wassersportverein Herne 1920 e.V., seine alljährliche Saisoneröffnung. Der Verein, der 2020 sein 100-jähriges Bestehen feiern konnte, hat eine Ruder- und Motorsportabteilung. Die Saison wird traditionell mit einem sogenannten Anfahren eröffnet. In diesem Jahr gab es für die Ruderabteilung eine Besonderheit, denn hier wurde ein nagelneues Ruderboot getauft. Ja, schönen guten Tag! Ich darf euch hier und heute recht herzlich bei Kaiserwetter zu unserem diesjährigen Anfahren begrüßen. Ja, ich freue mich sehr, dass hier heute so viele, so zahlreich zu unserem Anfahren erschienen sind. Als allererstes wollen wir dann die Flaggen als Zeichen des Beginns der Saison hissen. Da darf ich euch alle kurz bitten, euch dazu umzudrehen und stille zu halten, bis sie oben sind. Das Boot haben wir ja auch geschmückt. So, und jetzt dürfen wir beide zusammen, dass hier... Du darfst den Sekt gießen, genau. Ja, wir werden die Flasche nicht zerdeppern, sondern werden sie dementsprechend nur drüber gießen. Ja, ich taufe dich auf den Namen Albatros und wünsche dir allzeit gute Fahrt und mindestens eine Handbreit Wasser unter dem Schwert in diesem Falle, damit nichts passiert, und fahr viele Siege für uns ein. Melanie Schulze hat mit dem neuen Einer eine Hightech-Konstruktion das Anfahren in diesem Jahr eröffnet. Nun aber machen sich die Motorboote auf den Weg, beziehungsweise auf den Rhein-Herne-Kanal. Und zwar geht es durch die Schleuse Herne-Ost in Richtung Krange, was ein ganz besonderes Highlight ist. Denn wann bekommt man schon einmal 24 Motorboote in einer Schleusenkammer zu sehen? Dieses Ereignis wurde dann auch von vielen Schaulustigen und unter großem Beifall verfolgt. In Krange angekommen, gab es erst einmal eine leckere Stärkung in Form von warmer Fleischwurst im Brötchen. So gestärkt wurde dann die Heimfahrt angetreten. Der Skipper der Integra, Erich, hat seine Fahrgäste wie immer sicher durch die Fluten und Schleusen geführt. An dieser Stelle sei einmal erwähnt, dass alle Skipperinnen und Skipper und ihre Gäste eine Mordsgaudi hatten. Im Hafen angekommen, haben die Mitglieder des Vereins und alle Gäste bei einem gemütlichen Beisammensein den Tag ausklingen lassen. Aber halt, ein Höhepunkt gab es dann doch noch. Peter Krämer, der Geschäftsführer des Vereins, hat dem Verein einen naturgetreuen Leuchtturm gestiftet. Das Mondkanal-Team durfte diesen schönen Tag miterleben. Wir waren tief beeindruckt von der Freundlichkeit und dem gastfreundlichen Menschen dort. In diesem Sinne verabschieden wir uns dieses Mal mit einem kräftigen Ahoi. Bleibt gesund, bis es wieder heißt, einschalten. Es gibt Neues auf dem Mondkanal.